Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute ist der 4. Dezember und ich freue mich auf meine Kläppchen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Hier verlinke ich dir noch meine Verlosungsvideos und unten in der Infobox verlinke ich dir noch meine eBay-Seite. Schau da auf jeden Fall sehr gerne vorbei, da verkaufe ich nämlich Sachen von mir. Und für heute in meinem Adventskalender hatte ich als erstes im Degusta-Box Adventskalender ein von Barilla Pesto Rustico Basilico und Zucchini. Das ist einmal dieser hier. Und ich habe tatsächlich sowas noch nicht probiert, aber ich werde es auf jeden Fall machen und freue mich auf jeden Fall, das schon mal zu testen. Ich habe zwar schon mal dran gerochen, dachte mir so, das riecht ganz gut, aber ich habe mich noch nie getraut, das zu probieren und das werde ich auf jeden Fall demnächst mit Nudeln machen. Dann im Essens-Adventskalender habe ich hier von Essence The Gale Nail Polish ein Base Coat drin. So schaut er einmal aus. Im Catrice Adventskalender, was habe ich denn hier drin? Und zwar habe ich hier von Catrice ein Metall Matt, wahrscheinlich, ein Liquid Lipstick. So schaut er einmal aus. Die Farbe ist übrigens sehr, sehr schön und so schaut hier auch einmal der Applikator aus. Riecht auch sehr gut. Als nächstes in dem Glossy Box Adventskalender 2019 habe ich hier drin von Annabelle Minerals ein metallischer Highlighter Diamond Glow. So schaut einmal hier die Verpackung aus. Mega schön. Und so schaut dann wahrscheinlich die Farbe des Highlighters aus. Aber ich werde das jetzt erstmal nicht aufmachen. Dann in dem Glossy Box Adventskalender 2018 habe ich hier drin. Und zwar habe ich hier etwas von Love. Das ist hier so ein sehr, sehr reflektierende Packung hier. Und es ist einfach ein Lippenstift. Und es erinnert mich an die Farbe, welches hier ich schon drin hatte. Aber schaut eigentlich ganz gut aus. Und es ist hier so magnetisch ein bisschen. Seht ihr das? Es geht von selber zu. Mega krass. Es ist einfach magnetisch. Übrigens ist das die Farbe 603 Metallic Bronze Clupting von Love. Als nächstes habe ich hier die vier vom Brigitte Box Classic Adventskalender. Plätzchen, a day, keeps the Weihnachtsstress away. Okay. Wir haben hier drinne von Eucerin ein Urea Repair plus 5% Urea und Kerdamine und NMF Handcreme. Wir haben hier eine Eucerin-Handcreme in 30 ml. Und in der 4 vom Premium Brigitte Box Adventskalender schaue dir Weihnachtsfotos aus dem letzten Jahr an. Hier habe ich hier von Bella Pierre Cosmetics einen Golden Glow Liquid Highlighter. So schaut einmal die wunderschöne Verpackung aus. Mega schön. Und dann haben wir hier einmal dieses Produktchen hier drin. So, das war's für mich. Aber ich habe auch noch was für euch. Und zwar kannst du heute eine Revolution Palette gewinnen. Das ist eine Revolution Lidschatten Palette. Und zwar schaut die hier einmal so aus. Die ist hier leider geschlossen, weil die neu ist. Aber ich hoffe, ich kann euch gut genug die Farben zeigen. Die sind so wunderschön und das passt einfach voll zu Weihnachten. Damit könnt ihr ein sehr, sehr schönes weihnachtliches Make-up schminken. Und passend dazu habe ich hier euch noch solche drei Pinsel mit reingepackt. Die sind hier so
mega, mega schön. Diese Stäbchen hier, die sind so, so schön und die habe ich euch extra noch mit reingepackt. Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du alle Bedingungen, die unten in der Infobox stehen, erfüllen. Und dann wünsche ich dir viel Glück für die Verlosung. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es ebenfalls sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Hier oben verlinke ich dir noch meine ganzen Verlosungsvideos. Unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt. Schau da auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Dort verkaufe ich meine Sachen. Und unten in der Infobox stehen auch genauso die Verlosungsbedingungen drin. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!